So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX nimmt ja heute richtig Fahrt nach unten auf. Und hauptverantwortlich dafür sind heute jetzt die Automobilwerte. Die BMW ganz unten, Volkswagen, Daimler und wieder eine Deutsche Bank und Continental. Also Bankaktien und Automobilaktienwerte sind deutlich unter Druck. Bei Daimler und BMW gab es am 14., also die Woche davor, beziehungsweise in der Woche an dem Montag, Setups. Da wurde jeweils das erste Kursziel exakt abgearbeitet. Hier ist sogar BMW nach oben etwas drüber geschossen. Und dann ein Rücksetzer. Der Rücksetzer ist jetzt definitiv recht groß, aber alles dann noch im Rahmen, wenn sowieso der Stopp unten hält bei BMW, zum Beispiel bei 66,50. Und hier wird jetzt nur im Prinzip vielleicht das Gap hier geschlossen. Hier gab es ja ein Aufwärtsgap, dann eben das Kursziel erreicht, jetzt ein Rücklauf und wie man hier sieht, hier die Unterkante, die wird hier vielleicht eben angelaufen. Genauso wie bei Daimler. Hier wurde dann ja fast nahezu das untere Gap dann jetzt hier geschlossen. Also hier die Daimler-Aktie hat relativ wenig Spielraum nach unten noch, weil jetzt hier auch wieder die Unterstützungslinie des SMA 200 folgt. Also ein, gut, wer spekulativ veranlagt ist, kann hier die Daimler-Aktie im ganz kurzfristigen Chart, 15 Minuten Chart etwa, genau beobachten. Wenn sich da ein Tief mit einem Hammer sich ausbildet an der 61 Euro Marke, kann man mit einem relativ engen Stopp von 50, 60 Cent vielleicht wirklich auf die nächste Erholungswelle spekulieren. Natürlich wird man vielleicht ausgestoppt, man kann aber auch dann ein bisschen den Stopp weiter nach unten setzen und dann den nach oben setzen. Ich bin auch nicht einer, der sich gerne da ausstoppen lässt, vielleicht eben ungeschickt, sondern ich fasse die Stopps auch eher weiter weg auf. Aber kommen wir jetzt zum DAX und zum Dow Jones noch. Im DAX habe ich ja hier im gestrigen Video gesagt, die 9330 ist wichtig. Und hier jetzt kurz anschaut, hier gab es mal einen kurzen Abpraller von 60 Punkten. Dann ist hier das Level eben die 9.320 eben unterboten worden. Auch das Fibonacci-Level von 9.245 konnte jetzt den Verkaufsdruck nicht aufhalten. Also liegt das Hauptaugenmerk jetzt bei mir hier auf das Gap, vielleicht nicht die ganz die 9.100er Marke, sondern hier die 9.140, ja 1.50. Da werde ich nachher auch mit einer kleinen Position bzw. eine Analyse halt dann veröffentlichen, dass hier ja ein antizyklischer Long-Einstieg dann doch möglich ist. Ich habe zwar gesagt, wenig antizyklisches werde ich dann vorstellen, wenn hier die Erholungsrallye erstmal zu Ende ist und dann eben nach schönen Umkehrsignalen schauen, aber hier ist noch eine Gapkante offen und da die Deutschen bzw. die Händler, sind ja auch nicht nur deutsch, natürlich eben auch sehr gerne jetzt hier das Gap Close spielen, ist hier wirklich ein antizyklischer Einstieg und liegt zusätzlich auch noch in Fibonacci Unterstützung, also lässt sich hier eine schöne Cluster Unterstützung bietet sich hier an, dann dort antizyklisch long zu gehen.
Der Stopp ist natürlich bei solchen Setups wieder schwierig. Entweder man nimmt eben ein größeres Verlustrisiko in Kauf oder man setzt halt den Stopp doch enger. Aber da ist eben die Gefahr eines Ausstoppens dann doch recht groß. Ein richtig ganz ideales Ziel wäre jetzt wirklich erstmal das. Wenn das, dann müsste der eben hier die 9100 Punkte Marke hier halten oder 80er Marke. Fällt es hier weiter runter auf die nächste Fibonacci Retracement, dann ist eben hier auch noch ein weiteres Gap offen, was theoretisch dann geschlossen werden kann. Bei 8950. Im Dow Jones sah man heute früh, wenn man jetzt hier an die, gut, wenn man jetzt in die Stunde reingeht, dann sieht man es nicht mehr ganz so. Jedenfalls hier ist vor der wichtigen Unterstützung gab es einen Abpraller, einen bullischen von 60, 80 Punkten. Es lief also exakt hier hin. Und aktuell, aber das ist die Indikation, stehen wir halt jetzt unter dieser in meinen Augen wichtigen Unterstützung. Hier ist es jetzt im 4-Stunden-Chart. Ja, wäre jetzt noch kein Schlusskurs. Ich meine, die Problematik ist immer, entweder lässt man sich gleich einstoppen oder wartet auf einen Schlusskurs. Die Entscheidung oder die Erfahrung hat mich gelehrt, eher man geht mit einer halben oder auch nur einem Drittel vielleicht direkt rein, dann ist das Risiko relativ gering. Und sobald es eben ein bestätigendes Verkaufssignal gibt, ob es jetzt direkt auf die 16.000, jedenfalls hier Richtung nächsten wichtigen Tagesunterstützung, die liegt ja bei 16.245. Hier sollte der Index dann hinlaufen. Und nächstes Verkaufssignal würde erst hier dann stattfinden. Aber im Gegensatz zum DAX hält sich der Dow wieder gut. Also könnte sich hier das um einen Fake vielleicht eher handeln. Die Morphosis-Aktie, alle anderen Aktien wurden ja dann mit Gewinn verkauft. Hier läuft es jetzt so, dass es eben die Aktien noch ein Tief erreicht. Man kann hoffen, dass hier der Stopp hält. Wenn jetzt hier schneller Verkaufsdruck kommt, Intraday könnte man diesen Stopp halb aussetzen, aber ich lasse den jetzt erstmal so laufen. Wiedereinstieg kann man ja dann immer noch tätigen. Zu den Forex-Setups wurde jetzt hier nichts ausgelöst. Hier ist es erstmal abgeprallt. Pfund liegt hier weiter gegen Euro. Oder Euro gegen Pfund liegt weiter im Aufwärtstrend. Pfund gegen Yen im Abwärtstrend. Und hier sind wir leider eben auch nicht reingekommen. Die haben eine starke Erholung schon hingelegt. Hier werde ich auch im Laufe der Woche bzw. morgen nochmal das Gold und Silber genauer betrachten und eventuell die Kauflimits dann anpassen. Sollte sich aber hier der Goldpreis ja, über diese Linie absetzen, Tagesklaus über diese Linie, dann werden sowieso die Kauflimits gestrichen. Dann ist es recht unwahrscheinlich, dass Gold nochmal in die Region kommt, ohne dass es vorher ein neues Hoch macht, und dann hat sich sozusagen das Szenario erledigt erstmal. Danke fürs Zuhören und bis später.